Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Binding of Isaac. Wir spielen wieder mal mit Isaac und in der Zwischenzeit habe ich es sogar schon mal geschafft durchzuspielen. Aber ich zeige dir das natürlich auch nochmal. Wir spielen mit Isaac ganz normal. Und ja, ich versuche einfach mal nicht zu verrecken. Okay, die Viecher rennen sowieso weg. Dann ist es ja kein Problem. Da, wow, ihr blöden Fliegen, geht weg. So, dann haben wir noch die zwei. Bam, 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 blöden Fliegen. Toll, komm raus da. Komm raus da. Dann nicht. Bam, 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 bam. Oder ist sie? Okay, gut. Die haben wir auch schon besiegt. Und dann haben wir hier noch zwei. Oh, eine Bombe. Ja, die Viecher sind gemein. Die bomben sich einfach immer überall durch. In den Räumen kriegen wir meistens was Besonderes. Aber dafür muss man halt auch ein Herz opfern und das mache ich immer ungern. Deswegen gehe ich lieber immer in solche Wall of Tar, Sticky Feet. Wahaha. Wie wir halt jetzt aussehen, ey. Das heißt, wir ziehen eine Schleimspur hinter uns, die andere drin festhält oder zumindest langsamer macht. Mal gucken, ob es was bringt. Oh, guck mal, hier ist. Nee. Da gehen wir nicht durch. Nee, mach mal nicht. Ich versuche mal drauf zu spielen, möglichst viele Herzen zu bekommen. Geht weg von mir. Okay, achso, es geht ja nur einen Weg. Ich habe ja oben rechts die Karte ganz vergessen. Da sind zwei große Räume. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Da sind wir schon bei 4 Herzen. Ein bisschen Geld ist nicht schlecht. So. Ja, es war ein Versuch wert. Ihr seid schön langsam. Ihr seid schön langsam. Geh weg. Komm. Das sind lauter kleine Isaacs. Scheiße. Mann, ich stelle mich gerade schon wieder saudämlich an. Und ich sag's noch. Ja, das war echt dämlich eigentlich. Also nicht nur eigentlich, sondern echt gewaltig dämlich. Aber okay, wir schaffen es trotzdem. Hoffe ich. Ein Schlüssel für eine Tür, die wir gesehen haben. Ach so, ein Laden. Haben keine Kohle dafür. So. Dicken, dicke, dicke, dicke. Hallo, kleiner Hüpfer. Ah, okay, unser dunkler Ball, der verlangsamt die Gegner auch. Der ist ja lustig. Der ist ja lustig. Der ist ja lustig. Der springt immer so über Kreuz. Ah, du Sack. So. Da haben wir das ja auch schon fast. Mehr schlecht als recht, aber ja. Das kriege ich schon irgendwie wieder raus. Scheiße. Ich habe aus Versehen Bombe gedrückt. Naja. Gut, mit einem Herz, mit einem halben Herz wird das alles ein bisschen spannender.
Aber mal sehen, wie es wird. Man kann aus jedem Run irgendwas machen. Komm her, du Sau. So. Da hätten wir schon ein bisschen. TSN Shoot, Shot Speed Up. Das heißt, wir schießen ein bisschen schneller. Ist ja schon mal nicht schlecht. Blub, 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 blub. So. Ich hoffe natürlich, dass wir noch ein paar Herzen kriegen. Und irgendwas anderes. Ach ja, wie man hier sieht, geht's jetzt 2 Level weiter, weil ich ja die Mami schon mal besiegt habe. Ich hoffe, das ist okay. Sind halt ein paar Level mehr. Aber ich denke mal am Kampf gegen die Mami. Ach nee, der kommt ja, glaube ich, sowieso. Am Anfang. Genau, ja. Er ist ein goldener. Ja. Nicht gekriegt. Dumm. Okay. Gut. Wir haben wieder mal keinen Schlüssel. Boah, die kleinen Muckien hier sind ja relativ fix unterwegs. Die Schweinchen. Was mit dir? Ich kann dir leider nicht mehr geben, ich habe nicht mehr. Das war so ein Kerl, der verlangt hier nach Geld, aber... Und im Gegenzug kriegen wir auch was dafür, aber ich weiß nicht, was. So, klappt ja jetzt ganz gut mit dem Schnell. Da rein? Oder lieber da rein? Ich glaube, ich gehe da drüben rein. Da, das ist Gold, da kriegt man was Besseres. Homing Bombs. Aha. Keine Ahnung. So, wir haben wieder volles Leben. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Du Kackhaufen. Wären wir schon bei 5? Oder geht's zum Boss? Zum Endboss? Ne, da wollen wir noch nicht rein. Das war knapp. Ist auch nichts Interessanteres hier. Machen wir mal hier. Ne, letzte Bombe hebe ich mir auf. Für, ich sag mal, schlechtere Zeiten. Isaac vs. Dingle! Jetzt habe ich gesehen, für was Bombe gut. Los, Kackhaufen! Verrecke! Meins. Man ist sehr schnell unterwegs. Uah. Komm, kleiner Mann. Einen Hund. Desert HP ab. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Das sind immer diese Türchen hier. Da kriegt man... was kriegt man da? Meistens irgendwas Besseres, für das man irgendwas opfern muss. Also ich habe da schon mal Flügel bekommen. Hatte dafür aber nur noch 3 solche grauen Herzen, die sich eben mit diesen hier nicht mehr auffüllen lassen. Und ich habe auch schon mal
stärkere Angriffe gekriegt, aber dafür hatte ich dann nur noch ein Herz. Und ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei den Herzen, wo wir haben. Und gehen auch erstmal keinen Pakt ein. Muss ja nicht sein. Caves 1. Da bräuchten wir einen Schlüssel. Da wäre ein Schlüssel. Ja, das hier oben ist so eine Kampfkammer. Da muss man gegen ein paar Leute kämpfen, aber kriegt auch ein paar Gegenstände. Ja, komm, wir probieren es mal. Kriegt man nämlich den hier. Unbreakable. Ah, das sind so kleine Kackdinger. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Das wäre zu einfach, wenn das schon gewesen wäre. Bam, 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 bam. Komm, verreckt jetzt. Ach, das sind wieder... Das sind die, die man... Die immer wieder aufstehen. Ah. Zombies sozusagen. Komm, geh drauf. Und gleich noch welche. Ah. Das macht man nicht alles für ein Ding, was man gar nicht weiß, was es ist. Ach, komm jetzt. Komm. Ein Bömmchen. Ja, überall diese Eingeweide. Ich möchte da eigentlich gern rüber, aber ich habe keine Bombe. Hier kann man auch nichts machen, weil wir haben auch keine Bomben. Dieser komische rote Kerl da in der Mitte, den kann man immer nur angreifen, wenn er eben gerade rot ist. Ah. Wenn er mir den Kopf hochgeht. So. Ja, wir haben einen Schlüssel. Können wir den irgendwo einsetzen? Ich glaube, am Anfang war das, ne? Hä? Wieso sehen wir jetzt so aus? Okay, soviel ich weiß, hatten wir am Anfang eine Tür. Da gehen wir jetzt mal hin. Aber da war... Holy, also gut oder eher böse? Ach komm, wir machen gut. Temporary Flight. Oh, das klingt nice. Das heißt, wenn wir die jetzt aktivieren, können wir kurzzeitig fliegen. Uhu. Das heißt, wir haben hier einen Schlüssel und eine Bombe gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, mal schauen, ob die was für uns übrig haben. Meistens kommt da dann Geld raus oder ein paar Herzen. Weg. Ja, wie das klingt, ey. Ich finde, das hat er gut gemacht. Der, weiß ich nicht, wie er heißt. Unsere anderen Herzen sind weg. Ach Mann. Teleport. Nee, wir bleiben bei der Bibel. So kurzzeitiges Fliegen ist, glaube ich, ganz cool. Na komm. Hallo? Geh jetzt mal drauf. Wir brauchen irgendwas, was uns stärker macht. Das Gefühl, wenn der rote kaputt wäre, wären die anderen auch kaputt. Aber nein. Kiste, Kiste, Kiste. Wir haben den Schlüssel, aber wir kommen da nicht rein. Hm. Ah. Oh nein. Die sehen aus wie bei Pokémon Dicta. So, also so ähnlich.
Einer weniger. Alter. Geh doch weg da. Bam, 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 bam. Oh Mann. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich hab nur mal Angst, dass die hinter mir auftauchen. Okay. Gut. So, wir haben zwei Türen, links oder unten. Wir gehen nach links. Da geht's zum Endboss. Ich mag die da nicht. Oh, Geld. So, wir sind bei 16 Minuten. Das heißt, den Endboss schaffen wir auf jeden Fall noch. Holy... Alter. Kommst du mal wieder raus? Aua. Shit, nicht aufgepasst. Der Endboss ist kacke. Ich mag den nicht. Aua. Weil er halt auch einfach irgendwo auftaucht. Hallo. Jetzt reicht's aber. Mir juckt die Nase. Was ist denn mit dem jetzt los? Ah, die tauchen einfach mal unter mir auf. Ist geil. Okay, ich glaube, das wird nichts. Weil der Endboss einfach kacke ist. Komm, geht drauf jetzt. Wenn es wenigstens einer weniger ist. Ach komm, gleich haben wir's. Dann kriegen wir wieder Herzen. Hallo. Mann. Ach, schade. Schade, schade. Okay. Dann hätte ich gesagt, wir probieren es einfach in der nächsten Folge nochmal. Ja, bis dahin. Tschüss.